Herzlich willkommen bei meinem Masterpiece. Ja, was ist mein Masterpiece? Mein Masterpiece ist die absolute Essenz meines Coaching-Programmes. Ist der Schlüssel zu all deinen Wünschen und zu all deinen Träumen. Ja, wir suchen immer im Außen. Wir suchen nach Schlüsseln im Außen. Wir haben ganz, ganz klare Vorstellungen, was alles sein muss, was passieren muss, damit es endlich gut ist in unserem Leben. Wie die anderen Menschen sich verhalten müssen, wie sich unser Seelenpartner, unser Liebster verhalten muss, wie sich unsere Gesellschaft verhalten muss, wie man denken, fühlen und handeln sollte, damit es mir gut geht. Ja, das kennen wir alle. So sind wir alle konditioniert, so sind wir alle geboren. Wir haben immer wieder diesen Eindruck, dass wir uns besser fühlen würden, wenn im Außen sich die Dinge anders zeigen würden, wenn die Menschen anders wären, wenn die Menschen netter wären, wenn sie besser miteinander umgehen würden, wenn sie respektvoller wären, wenn sie großzügiger wären, wenn mein Partner liebevoller wäre und so weiter und so fort. Und ich versuche so lange, das Außen zu ändern, bis ich müde bin, bis ich kaputt bin, bis ich das Gefühl habe, ich bin im Hamsterrad gefangen, ich bin unfrei, ich kann geben und machen und tun, was ich will. Es ist eh nie genug, es funktioniert nie. Wenn du genau an diesem Punkt bist oder immer wieder an diesen Punkt hinkommst, dann solltest du mir wirklich jetzt ganz, ganz gut zuhören. Es liegt nicht am Außen. Es liegt niemals an den anderen Menschen. Es liegt niemals am Geld. Es liegt niemals an der Gesundheit, sondern es liegt an dem, dass es dir nicht bewusst ist, wie diese Welt und wie dieses Leben funktioniert. Es liegt nämlich an uns. An uns und nicht daran, dass wir etwas falsch machen, sondern es liegt daran, dass wir aufgezogen, erzogen, sozialisiert werden als eine Person, die etwas falsch macht, die immer etwas falsch macht, die nie gut genug ist, die immer weiter streben muss, die mehr versuchen muss, die mehr geben muss. Das ist in unseren Köpfen verankert und das ist die tiefste, tiefste Ursache von allem. Denn unser Leben manifestiert sich nach einem einzigen Prinzip. Und das ist das, was wir sind, was wir tief in uns tragen an Überzeugungen darüber, wer wir sind, wie wir sein müssen, wie wir nie waren, wie wir besser wären. Alle Annahmen, alle Meinungen, alle Glaubenssätze, alle Rückschlüsse machen uns aus. Frag dich mal selber, wer bin ich? Du kommst mit ganz, ganz vielen Geschichten, du kommst mit Begründungen, du kommst mit Herkunft, wo kommst du her, wie alt bist du? Wir haben ganz klare Raster, an denen wir festmachen, wer wir sind. Und das sind diese soziodemografischen Merkmale, wo wir versuchen, unsere Gesellschaft einzuordnen, Persönlichkeitsmerkmale. Da gibt es Raster, Schubladisierungen, genug und genüger. Wir versuchen uns immer irgendwie einzuordnen. So werden wir auch konditioniert. Und eins bleibt immer. Es reicht nicht, wir sind nicht gut genug. Wir haben Stärken, wir haben Schwächen. Wir müssen unsere Stärken ausbauen und die Schwächen minimieren. So analysieren wir uns unser ganzes Leben lang und kommen einfach auf keinen grünen Zweig. Und genau das ist die große Problematik. Es wird nie besser, es wird immer mal ein bisschen besser. Wir versuchen, wir lernen, wir machen weiter, wir kommen auf den spirituellen Weg. Und immer wieder bleibt die Überzeugung, es ist nicht gut genug, es reicht noch nicht aus. Weil das Geld reicht noch nicht, die Freiheit reicht noch nicht, die Zeit reicht noch nicht, das Aussehen reicht noch nicht, die Gesundheit reicht noch nicht. Wir haben einen ganz großen Rasterkatalog, anhand dem wir festmachen, wann es für uns reicht.
Und wenn wir den Rasterkatalog abgearbeitet haben und alles abgeklickt haben, reicht es immer noch nicht. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir unser ganzes Leben auf Basis einer riesengroßen Lüge aufgebaut haben. Und zwar der Lüge, dass wir nicht gut genug sind. Der Lüge, dass wir besser werden müssen. Der Lüge, dass an uns irgendetwas falsch ist oder sogar ganz viele Dinge falsch sind. Und diese Lüge erzählen uns nicht nur die anderen. Das Schlimme daran ist, wir erzählen sie uns selber. Wir machen das alles mit uns selber. Wir selber bringen uns in einen Seinszustand, in ein Bewusstsein, in dem wir uns nicht wohlfühlen. Das machen nicht die anderen. Das ist einzig und allein unser Kopf. Es sind unsere Gedanken, aber es sind nicht einzelne Gedanken. Es sind Gedankenmuster, es sind Strukturen, es sind Analysen, es sind Zusammenhänge, es sind Geschichten, es sind Überzeugungen, es sind Annahmen. Und all diese Annahmen, die nachher sagen, wer du bist. Und egal, was du annimmst, was du glaubst, was du denkst, was du dir erzählst, das Grundergebnis ist immer wieder, du bist nicht ausreichend. Es genügt nicht. Irgendwo ist ein Fehler, irgendwo ist ein Leck, irgendwo ist ein nicht gut genug. Und genau diese Lüge ist dafür verantwortlich, dass unsere Energie immer wieder Dinge manifestiert im Außen, Situationen, Begegnungen, Beziehungen, wo ich dastehe und denke, what the fuck, was soll ich alles noch machen? Wann bin ich denn endlich gut genug? Wann reicht es denn aus, dass man mich respektvoll behandelt? Wann werde ich angenommen? Wann werde ich unterstützt? Wann endlich werde ich bedingungslos geliebt? Wann endlich kann ich mich darauf verlassen, dass mir kein Messer in den Rücken geschossen wird, dass das Leben easy peasy, leicht, fluffig für mich ist. Warum ist es für andere? Warum bin ich immer der ARSCH? Diese Gedanken kennst du und diese Gedanken habe ich auch gekannt. Als ich auf meiner Reise zu meinem Nullpunkt kam, habe ich irgendwo schon lange geahnt, dass da irgendwas falsch ist. Irgendwas stimmt nicht. Aber ich dachte immer, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich dachte immer, irgendetwas ist mit dir falsch, Patricia. Sonst hättest du den Traummann, du hättest deine Traumfamily, du hättest deinen Traumkontostand, du hättest dein Traumleben, aber du hast genau gar nichts von dem. Du lebst einfach nur mal ein bisschen als Rebell, mal ein bisschen besser angepasst, mal mit ein bisschen größeren finanziellen Freiraum, dann wieder mit Engpässen und so weiter und so fort. Du lebst einfach so. Und ich habe mich immer angestrengt. Und ich habe versucht, besser zu machen. Ich habe versucht, besser zu sein. Ich habe mir Sachen aufgehalst. Ich habe Projekte gemacht. Ich habe ein Hotel gepachtet. Ich habe zig Dinge gemacht. Und ich habe mich so angestrengt. Und weißt du was? Es war nie gut genug. Irgendwann mal wurde ich krank. Irgendwann mal konnte ich nicht mehr. Ich konnte keinen Schritt mehr machen. Ich habe mich aber durchs Leben gequält. Ich habe mich mit Schmerzen 4 Jahre lang, Tag ein, Tag aus, Schritt für Schritt durchs Leben gequält. Am liebsten hätte ich aufgegeben. Am liebsten hätte ich nicht mehr weitergemacht. Und irgendwann mal war ich an dem Punkt, wo ich sagte, entweder wird mein Leben jetzt geil oder ich möchte es gar nicht mehr. Es kann doch nicht sein, dass ich hier bin, um zu leiden. Es kann doch nicht sein, dass ich hier bin, um abgelehnt zu werden, immer wieder kritisiert zu werden, bewertet zu werden, runtergemacht zu werden. Warum? Was soll denn das? Was soll ich denn noch alles machen? Was wollt ihr denn alle von mir? Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Das kennst du vielleicht auch, wo du einfach sagst, lass mich in Ruhe, Menschen. Ich will nur noch was mit Tieren zu tun haben. Tiere, die sind lieb, die sind nett. Menschen, die sind gemein, die sind hinterhältig, die sind respektlos, die verstehen mich nicht. Wenn dir diese Sachen bekannt vorkommen, und sie müssen dir bekannt vorkommen, weil es ist normal für uns, dass uns das Leben so begegnet, dass wir glauben, das Leben ist so. Und dann schauen wir raus und schauen die anderen Leute an und haben das Gefühl, denen geht es besser. Aber ich kann dir sagen, den meisten geht es genau gleich. Wir haben alle genau die gleichen Probleme, weil wir genau aus der gleichen Gesellschaft, aus dem gleichen Mindset konditioniert worden sind.
Und zwar aus einem Mindset des Opfers. Aus einem Mindset einer Person, die nicht gut genug ist und die auf dieser Erde, in diesem Leben ist, um danach zu streben, besser zu werden. Und weißt du was? Irgendwie geht es dir genauso wie mir damals. Du weißt, dass es Bullshit ist. Was soll denn das? Was soll das? Und es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Und trotzdem glauben wir das. Trotzdem machen wir Persönlichkeitsentwicklung. Trotzdem machen wir Coachings. Trotzdem machen wir Mentoring, um uns zu verbessern, um ein besserer Mensch zu werden. Um endlich lieben zu lernen, um können liebevoll umzugehen. Und gleichzeitig haben wir so einen riesengroßen Hals. Immer wieder Wut, Ungerechtigkeit, Schändungen, Misshandlungen, alles kommt in unser Bewusstsein. Und es ist immer wieder da, weil wir aus diesem Bewusstsein heraus das nicht gut genug, des Strafens, der Schuld und der Scham leben. Und kein Coaching dieser Welt lässt dich ultimativ absolut großartig sein. Perfektion gibt es nicht. Und jetzt musst du zuhören. Perfektion ist gegeben. Perfektion gibt es nicht zu erreichen. Perfektion ist ausnahmslos gegeben. In unserem Divine Design Soul Blueprint. Unser Seelenblueprint ist aus göttlichem Design. Göttliches Design heißt in allerhöchster Perfektion. Nichts ist falsch an uns, außer an unser Denken. Nur einzig und allein unser Denken ist falsch an uns. Was wir über uns glauben, wie wir sein müssen, wie wir uns verhalten müssen, wie wir erzogen worden sind, damit wir endlich gut genug sind. Wir haben Angst vor Strafe. Wir haben Angst vor zu versagen. Wir haben Angst, abgelehnt zu werden. Das sind alles so viele tiefe Ängste, die in uns sind, weil sie basieren in der Ausgangslage, der Mensch ist nicht gut genug. Und diese Lüge schmerzt. Deswegen leiden wir, weil wir diese Lüge glauben. Deswegen kommen wir nicht dorthin. Deswegen versuchen wir zu manifestieren. Wir versuchen zu manifestieren, um Sachen zu bekommen vom Außen, die uns dann endlich irgendwo mal den Status geben. Ja, sie hat es geschafft. Sie ist erfolgreich. Sie hat eine gute Beziehung, sie hat eine nette Familie, sie hat ein schönes Auto. Und was passiert? Fühlt sich immer noch nicht gut genug. Du hast alles abgehakelt, alles hast du erreicht und irgendwas fehlt. Und es ist deine Seele, dein Divine Design, dein Divine Design Soul Blueprint. Das suchst du. Du suchst deinen Lebenszweck, du suchst dein Soul Business, du suchst alles. Aber es ist in dir zu finden. Der Weg zu deiner Vollkommenheit, der Weg zu deinem Erfolg, zu deiner Freiheit, zu deiner finanziellen Freiheit, zu deiner Freiheit zu sein, zu sagen, zu tun, was, wann, wie und wo du willst, geht einzig und allein über dein Divine Design Soul Blueprint. Der ist da. Ganz tief verschüttet unter Denkmustern, Annahmen, Ängsten, Schmerz, Überzeugungen. Es ist da. Und genau dieser Widerstand, dieser Gegensatz zwischen Lüge und Wahrheit, wo du dir immer wieder die Lüge erzählst, die dir wehtut und die Wahrheit suchst, diesen Gegensatz musst du auflösen. Der ist für uns da. Wir sind gedacht, um das zu verstehen, um diese Dissonanz in Harmonie zu bringen, um uns in Harmonie zu bringen, nur durch unser Bewusstsein, unser bewusstes Sein. Bewusstsein heißt bewusstes Sein. Wer bist du? Welchen Seinszustand verkörperst du? Das ist Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein macht dich aus. Dieses Bewusstsein ist deine Energie, das ist deine Aura, dieses Denken, diese Ansichten, die du hast. Das ist deine Energie, das ist deine Frequenz. Und
diese Energie, diese Frequenz, diese Vorstellungen, die werden nach außen gespielt. Du wirst von der Energie, der Schöpferenergie, wirst du multipliziert. Du multiplizierst dich. Dein Denken multipliziert sich. Deswegen geben wir Erbkrankheiten weiter. Deswegen geben wir Einschränkungen weiter. Deswegen geben wir irgendwelche Beschränkungen weiter. Weil wir uns multiplizieren. Andere spiegeln uns. Wir sind in anderen drin. Und deswegen sind wir so machtvoll. Und deswegen ist unsere einzige Aufgabe, aufzuhören, Dinge vom Außen holen zu müssen, sein zu müssen, Statussymbole haben zu wollen, außer das zu sein, was wir wirklich sind, in unserem Divine Design Soul Blueprint. Höchste Energie, höchste Liebe, höchste Freiheit, höchste Selbstbestimmtheit resultiert daraus, wenn du deinen Divine Design Soul Blueprint findest, verkörperst, lebst. Das löst all deine Probleme. Finanziell, gesundheitlich, in der Beziehung. Findet, zieht deinen Traumpartner an. Deine Begegnungen sind erfüllt. Dein Leben ist erfüllt, wenn du dein Divine Design Soul Blueprint aktivierst. Und das ist das, was du suchst. Du suchst nicht noch eine Coaching-Ausbildung. Du suchst nicht noch einen Coach. Du suchst dich. Du möchtest dich auf dich selber verlassen. Du möchtest deine eigene Rückendeckung, deinen Respekt und deine eigene Integrität haben. Weil du dann im Außen all diese Dinge, die du dir wünschst, zurückgespiegelt kriegst. Wenn du das für dich bist, was du möchtest, was andere Menschen für dich sind, dann kriegst du es zurückgespiegelt. Wenn du das denkst über dich, was du möchtest, dass andere Menschen über dich denken, kriegst du es zurückgespiegelt. Wenn du für dich klar hast, dass es keine Entscheidung, keine Annahme von außen auf dich wirken gibt. Nichts wirkt von außen auf dich ein. Es ist alles nur reflektiert. Alles trägst du in dir. Und es sind Dinge, für die musst du dich nicht schämen. Dinge, vor denen musst du keine Angst haben. Es sind keine Schattenseiten, die dich ausmachen. Es sind Ängste. Es sind Ängste, die dich trennen von den Dingen, die du liebst. Von den Menschen, die du liebst, von dem Lebensstil, den du liebst. Du möchtest erfolgreich sein mit dem, was du tust, sei es Job oder Business. Aber du kommst nicht weiter, du drehst dich im Kreis, weil du stehen bleibst. Du bleibst stecken, weil diese Divine Design Soul Print von dir noch nicht klar aktiviert ist, klar gelebt wird, klar umgesetzt wird. Weil du immer wieder Zweifel hast, weil du immer wieder Ängste hast, weil du immer wieder Freeze, Flight, Fight. Also du bist eingefroren, du drehst dich im Kreis, du weißt nicht wohin, du weißt nicht, wie du es ändern sollst, du bist in der Situation gefangen. Angst, pure Angst, weil du deine Macht verloren hast, weil du deine Macht aufgegeben hast, weil du deine Macht vielleicht noch nie kennengelernt hast, weil du vielleicht nur Hoffnung hast. Und genau deswegen ist jetzt der nächste Schritt angesagt. Flüchten hat dich auch noch nirgendwo hingebracht. Flüchten, weggehen. Du bist immer bei dir. Du weißt es ganz genau. Wenn du dich fragst, wo soll ich hingehen, was soll ich anders machen, was soll ich verändern, dir fällt nichts ein, weil du weißt, dass du immer dabei bist. Also, der Weg ist nur zurück zu dir. Kämpfen hat dir auch noch niemals gebracht. Kämpfen hält dich immer wieder am selben Platz, wo du dich verteidigen musst. Aber du möchtest in Frieden kommen. Aber der Frieden muss in dir selber stattfinden. Und genau das ist die Basis. Egal, was du möchtest, mehr Erfolg im Beruf, mehr Erfolg in der Beziehung,
egal was, es fängt bei dir an. Und darum geht es in diesem Programm, Divine Design Soul Blueprint Masterprogramm. Innerhalb von 3 Monaten führe ich dich in dein Divine Design, in dein Seelenblueprint. Wir lösen alles ab. Und zwar, ich führe dich, du tust. Wir üben, wir trainieren. Ich bringe dein Verständnis, wir aktivieren. Du verstehst, wie Energie funktioniert durch dich, dass du alles bist, dass keine Macht von außen schädlich auf dich einwirken kann, wenn du erkennst, wer du wirklich bist, wer deine Divine Design Soul Blueprint ist und dass es nichts ist, was mit Persönlichkeit zu tun hat und dass es nichts ist, was du entwickeln musst. Es ist etwas, was du schon hast. Es ist etwas, woran du dich erinnern musst. Etwas, was du ganz tief in dir trägst, was du aber nicht mehr spüren kannst, weil da noch so viel Angst ist, weil da so viel Einschränkungen ist, weil da so viel Unterdrückung noch ist, dass du nicht rauslassen kannst, aber du spürst es in dir, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und in Wahrheit bist du komplett in Ordnung. Und hier geht es wirklich nur darum, dass du für dich und deinen Verstand, für dein Denken, für dein Mindset einen Divine Design Soul Blueprint Mindset dir erlaubst und aus dem denkst, fühlst und handelst und siehst, wie die Welt dir diesen Seinszustand reflektiert. Und zwar indem, dass all deine Wünsche erfüllt sind. Sie sind erfüllt und sie sind jetzt schon erfüllt. Nur musst du lernen, die Erfüllung zu sehen, fühlen, daraus zu sprechen, daraus zu handeln. Und genau darum geht es. Und das ist in 3 Monaten zu schaffen. Ich habe einen speziellen, sofortigen Bewusstseins-Shift-Prozess entwickelt, wo du dich selber shiften kannst. Es geht mir auch darum, dass du nicht mehr abhängig bist, dass dich andere unterstützen beim Shiften. Natürlich ist Unterstützung wunderbar und wichtig anzunehmen, aber du bist nicht abhängig von der Hilfe und von der Unterstützung anderer, sondern es ist vollkommen in Ordnung, dass du ein Tool hast, wo du dich selber halten kannst, shiften kannst, wo du erkennst sofort, was für dich zu tun ist. Und selbst Coaching, Selbstunterstützung, selbst für sich da zu sein, in den schwierigsten Momenten zu wissen, wie du mit dir umgehen musst, was du brauchst, wie du es dir geben kannst. Das ist mein allergrößtes Anliegen in dieser Blueprint-Ausbildung. Und danach bekommst du von mir ein Zertifikat als Divine Design Soul Blueprint Practitioner, als Anwender. Du hast es bei dir selber angewendet, du hast deinen eigenen Erfolg gehabt, du weißt, wie es funktioniert, du kennst das Prinzip, du weißt, wie du dieses Prinzip anwendest, du hast deine Tools, du hast deine Prozesse, du weißt, was deine Prozesse von dir wollen, du machst sie nicht stur, sondern du verstehst das Prinzip dahinter. Und du bist deswegen fest verankert, weil du nicht irgendetwas umsetzt, was du nicht verstehst, sondern du verstehst ganz genau, was du tust und warum es du tust und wie es wirkt durch dich. Du bist vollkommen empowered in deinem Divine Design Soul Blueprint. Und dieses Masterprogramm führt dich innerhalb von 3 Monaten dorthin. Danach bist du Divine Design Soul Blueprint Practitioner. Und was hast du für einen Vorteil? Der Vorteil ist, du kannst als mein Affiliate dieses Programm weiterempfehlen und bekommst Provision dafür. Für jede Frau, im Moment ist es nur für Frauen, dank deiner Weiterempfehlung, weil du es von Herzen weiterempfehlst, weil du sagst, dass es die Wahrheit ist. Nur so funktioniert, deswegen tust du es weiterempfehlen. Und dafür danke ich dir mit einer Provision. Und du wirst nichts weiterempfehlen, wovon du nicht selber überzeugt bist. Und das ist deine Basis.
Egal, was du willst, was du erreichen willst. Mehr Geld, mehr Liebe, mehr Partnerschaft, endlich eine Partnerschaft, einen Job, der erfüllt ist, mehr Erfüllung, mehr Wohlfühlen, besseres Aussehen, vitaler, mehr Lebenskraft, Lebensenergie, Lebensfreude, egal was du möchtest. Du bekommst es durch diese 3 Monate Divine Design Soul Blueprint Master Programm. Das ist für dich das Ergebnis, das du erwarten kannst. Das ist das Ergebnis, das du dir selber gibst. Durch das Verständnis, durch die Übung, durch das Training, durch das Dranbleiben hast du eine Beziehung mit dir selber, und zwar diese Qualität, die du dir schon immer gewünscht hast, irgendwann mal so eine Beziehung zu haben. Und diese Beziehung, die kann dir niemand wegnehmen. Diese Beziehung wird sich aber im Außen zu anderen Menschen multiplizieren. Ja, und wenn du das hinter dir hast und sagst, oh mein Gott, und das erwarte ich, oh mein Gott, so genial, was alles für mich passieren durfte, oh mein Gott, wie sich mein Leben verändert hat, wie sich meine Beziehungen verändert haben, wie sich meine Gesundheit verändert hat, wie sich mein Denken verändert hat, wie sich mein Lifestyle verändert hat, wie sich meine Lebensweise verändert hat, wie sich mein komplettes Wohlfühlen eingestellt hat. Das möchte ich anderen weitergeben. Das möchte ich anderen weitergeben. Es ist das, was ich geben möchte. Ich möchte nichts anderes geben. Und vielleicht bist du auch schon Coach, Berater, Therapeut und jemand, der anderen Menschen so, so gerne helfen möchte und für sie da sein möchte, aber nie gewusst hast, wie genau du es anstellen sollst. Weil mit Mitleid ist ja nicht geholfen, sondern es muss diese Transformation stattfinden. Diese Wahrhaftigkeit, diese Klarheit muss stattfinden. Und jetzt hast du das für dich selbst stattgefunden, hat es in dir stattgefunden und du möchtest es weitergeben. Und du kannst es weitergeben. Denn du kannst weitere 3 Monate anhängen zum Divine Design Soul Blueprint Master Coach und Mentor, wo du dieses Programm selber unterrichtest. Auf Basis von meinem Workbook, von meinen Unterlagen, von meinen allen Tools, die du brauchst. Du hast alles da. Du hast den ganzen Werkzeugkasten, du hast ein fertiges Programm, das du jetzt auf deine Art und Weise weitergeben kannst. Endlich hast du ein Coaching, wo du weißt, dass es funktioniert. Endlich hast du eine Basis, wo du weißt, dass du jedes Problem mit jedem Menschen lösen kannst. Und du fühlst dich gut und du fühlst dich sicher als Coach, weil du keine Zweifel mehr haben brauchst. Weil du sicher weißt, dass dieses Programm, dieses Vorgehen funktioniert, weil es hat bei dir funktioniert. Und in 3 weiteren Monaten bringe ich dir bei, wie du es an andere weitergibst, wie du andere unterstützt, coachst und mentorst, sodass du dich nachher Divine Design Soul Blueprint Coach und Mentor nennen darfst und dieses Programm für dich weiterverkaufen. Und du bist nicht alleine, sondern du wirst Teil eines Teams sein. Alle, die dieses Programm, dieses Divine Design Soul Blueprint Programm als Foundation, als Transformationsbasis des Lebens, des Empowerments, damit sich die Dinge im Außen manifestieren, die ich haben möchte, all diese Coaches und Mentoren sind zusammen und werden von mir weiter gecoacht und gementort, bekommen von mir Marketing, Business-Aufbau-Skills und vor allem ganz, ganz wichtig, für dich in deine Divine Design Soul Print Personality Identity Branding Verankerung als ein Coach und Mentor, der die Welt verändert, der das Leben von Menschen verändert, der sich selber aber zuerst verändert hat, der selber diesen Weg gegangen ist und der selber ganz klar und deutlich erkennen kann, wo es hakt, was geschiftet werden muss, warum es geschiftet werden muss und vor allem diese Gabe hat, sich mit seiner Divine Design Soul Print Energy und damit Information aus dem
universellen, göttlichen Feld anzubinden, wo alle Antworten gegeben sind. Du wirst immer die Antworten haben, du wirst immer die Lösung haben für dich und für deine Klienten. Und du wirst immer den Raum haben, dich auszutauschen, selber zu wachsen. Wir werden uns einmal in der Woche treffen. Wir werden zusammen genau das in die Welt bringen. Divine Design Soul Blueprint Masterprogramm. Das, was es zu meistern gibt in diesem Leben. Dass niemand mehr suchen gehen muss und Spiritualität und hier und da und auf verschiedene Züge und Ansichten auffährt. Nein, stattdessen wirklich das Prinzip unseres Lebens verstehen, anwenden und verkörpern lernt. Das ist der direkte Weg. Das ist der Weg zu all deinen Wünschen, zu all deinen Träumen und dieser Weg geht über dich. Denn du bist die Quelle. Du bist das, was du gesucht hast. Aber das, was du glaubst zu sein, ist etwas ganz, ganz anderes. Es ist Divine Design Soul Blueprint. Und wenn du da angekommen bist, kannst du jede Lebenssituation verändern, meistern, so manifestieren, wie du es haben möchtest. Und weißt du, wie du es haben möchtest, wenn du in deinem Divine Design Soul Blueprint angekommen bist? Liebend, aus Liebe. Aus Liebe, nicht aus Mangel. Nicht um irgendetwas zu stopfen, bisschen auszubessern, zu verbessern, zu manipulieren. Nein, nein, nein. Du weißt, wer du bist. Du weißt, dass du Erfüllung bist. Du weißt, dass es um nichts im Außen geht, sondern nur um dich. Und da liegt deine Kraft, deine Power und deine Stärke. Und Angst brauchst du keine zu haben, denn du hast dich. Und du wirst dich niemals verlieren, wenn du verstanden hast, wer du wirklich bist. In diesem Sinne, bitte schreib mir. Wir haben eine mega, mega Promo noch, weil das Ganze hier so, so, so schnell geht. Wenn du dich im März noch anmeldest, bis vor Ende März, anmeldest für dieses Divine Design Soulprint Master Programm, sparst du 1500 Euro. Und du hast von mir noch zusätzlich ein 1:1 Coaching. Und sofort, wenn du dich anmeldest, kriegst du ein ganzes Bundle an Kursen und Masterclasses und auch meine 5 Aktivierungen im Wert von 2200 Euro. Und das ist auch einfach so dabei, damit du sofort anmelden, starten. Und du bist Mitglied für die ganze Zeit, wo du in diesem Programm bist, natürlich all inclusive. Ab dem Moment, wo du dich anmeldest, bist du dabei bei unserer Wir sind Divine Design Community. Und ja, ich hoffe, das spricht dich an. Ich hoffe, das ist genau das, was du auch für dich gesucht hast, weil du möchtest diese Message rausbringen. Und du möchtest nicht alleine sein. Und du möchtest weiter wachsen. Und du möchtest authentisch sein, du möchtest du selber sein, du möchtest Coach sein, du möchtest Networker sein, du möchtest andere in ihre wahre Größe, in ihr Potenzial bringen. Aber das kannst du nur, wenn du in deinem vollen Potenzial angekommen bist, wirklich angekommen bist und verankert bist. Und dieses Potenzial liegt in deinem Divine Design Soul Blueprint. Und das ist die allerschönste Reise, die ich dir anbieten kann. Das ist die allerbeste Karriere, die du für dich machen kannst, wenn es dir immer schon ein Anliegen war, andere zu unterstützen, ihre Wahrheit, ihr Potenzial zu leben. Und es hat bis jetzt nie geklappt, weil du selber noch Zweifel hattest. Und genau diese Zweifel, die werden wir auslöschen mit diesem Programm. Und dann hast du eine Basis, wo du jedem Menschen helfen kannst, sei es beruflich, sei es in der Familie, sei es bei Freunden. Aber du wirst ein Tool haben, wo alle zuhören, wo alle wissen wollen, wie geht es und wo du dich mitteilen kannst als die, die du wirklich bist. Ohne Angst, komplett authentisch, mit einem riesengroßen Herz, in Liebe, aus Liebe, weil du weißt, dass es nicht gefährlich ist,
sich zu öffnen, zu lieben, begeistert zu sein und zu leben. Es ist jetzt der Moment. Schreib mir, Anmeldelink ist gleich fertig. Setz dich auf jeden Fall schon mal mit mir in Verbindung, damit du alle Informationen hast und dass du diese wunderbare, einmalige Chance nicht verpasst, hier am Anfang mit dabei zu sein. Ich freue mich ganz, ganz riesig, von dir zu hören. Ganz, ganz liebe Grüße hier aus Indien, der Geburtsstätte meines Masterpieces, der Geburtsstätte von etwas Riesengroßes. Es ist unstoppable und es ist von Herzen und es geht an Herzen. Bis ganz bald.